Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Was geht ab? Läuft der Victor hier mit einem neuen Video. Willkommen zum Video CSGO Cheating Live. Wieso macht ihr das? Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Ich wurde angefragt, ob jemand mit mir zusammenspielen darf und so auf Steam. Auf meinem Twitch-Kanal. Der Kollege mich angeschrieben, der meinte irgendwie so, ja, können wir zusammenspielen und so. Ich so, ja, ist gut, kein Problem, kein Ding. Okay. Er fragte so, ja, kann ich mit dir zusammenspielen auf Steam? Habe ich ihn als Freund geaddet, hat mir eine Anfrage geschickt, habe ich ihn geaddet und so, dann wollte er zusammenspielen. Ich so, okay, dann meinte er, ich habe keinen Prime-Account, oder? Was ist Prime? Ich habe vergessen, was sogar was Prime ist, da dachte ich, aha, okay. Dann habe ich begriffen, er meinte das, okay, das war schon ein bisschen verdächtig. Dann, wo ich gesehen habe, er hat mir gesagt, irgendwie, ich habe nur 120 Stunden. Dann frage ich ihn, ja, was für Rang bist du? Können wir überhaupt zusammen spielen? Da meint der Kollege so, ja, ich bin MG, oder? Das ist sehr krass, für 120 Stunden schafft man bestimmt kein MG, ohne Training und so. Dann habe ich schon mal ein bisschen gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, Leute, da seht ihr den Typen Face Apollo. 126 Stunden, der hat so, was hat er, 8 Spiele. Also scheint ein richtiger Newbie zu sein. Der ist bestimmt nicht einer, wo die ganze Zeit trainieren tut oder sowas. Also ich glaube ihm da kein Wort, ich habe ihn schon vorher nicht geglaubt. Jetzt seht ihr den Gameplay, wie ich gegen ihn spiele. Nur schon da beim Einwärmen, Leute, habe ich gemerkt, der Typ, ich habe ihn gesucht, wo ist der Typ? Er wollte mit mir zusammenspielen, das war auch komisch. Gegen Bots mit mir zusammen. Leider hört man, er hat kein Mikrofon zum Reden. Er wollte auf jeden Fall mit mir zusammenspielen. Dann habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Da habe ich das Team gewechselt, weil ich erkannt habe, Junge, wo ist der Typ? Ich will ihn killen. Dann habe ich da mich als Terrorist gewählt, weil ich gegen ihn spielen wollte. Da, guckt euch den Schutt an. Das gesehen, das war jetzt er. Und da fängt es schon an, das Spiel gegen einen Cheater live auf Twitch übertragen worden. So, da seht ihr jetzt, wer die Nase vorne hat. Ich dachte, okay, vielleicht ist er gar nicht so gut und so, vielleicht hat er wirklich geübt und unmöglich, Leute. Für 120 Stunden Gameplay. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, da so einen Rang zu machen. Das gemeint irgendwie, ja, das ist in jedem Spiel so gut. Aber das kann nicht sein. Ich schläge eine Bombe hier. Dann warte schön auf den Kupferschützen. Dann gucke ich kurz raus und weg bin. Mit einer Pistole direkt, Digga. Der wusste, wo ich bin, der wusste, guck dir das an. Er killt alle meine Bots. Killt alles, einfach alles per Headshot. Zack, zack, zack. Alles Mögliche, Leute. Das ist ja unglaublich, richtig traurig, wie die Leute so. Also, ich vermute, es war so bei ihm. Der hat angefangen, er wollte CSGO gut werden und so. Dann hat er angefangen zu trainieren ein bisschen so, die ersten 2-3 Tage. Dann hat er gemerkt, oh scheiße, läuft gar nicht bei mir. Läuft gar nicht bei mir. Jetzt muss ich irgendeine Hilfe haben. Da ist er auf Google, hat eingegeben, CSGO besser werden. Dann hat er gesehen, oh, Pros, die trainieren pro Tag 8 Stunden, 6 Stunden Minimum. Dann ist der Typ, vermute ich, dass der einfach CSGO Cheat eingegeben hat und sich einen Cheat geholt hat, installiert hat und so. Deswegen auch kein Prime-Account, deswegen auch kein... Ich wollte ihn fragen, ich habe ihn noch gefragt, ich zeige euch später, ob er Faceit kann kommen. Dann hat er gesagt, ja, meine Handynummer ist kaputt, man muss seine Handynummer eingeben und so Scheiß. Dann habe ich gesagt, okay, dann gibst du meine Handynummer ein, ist kein Problem. Dann hat er irgendwie versucht, Thema zu wechseln die ganze Zeit. Ja, hier versuche ich wirklich alles, das Beste ihn zu killen, aber guckt euch das an, Leute. Ein Bot habe ich ihn. Da kommt er.
zack, bam bam, direkt Headshot, ohne Gnade. Dann nehme ich mein Bot wieder hier, laufe, ich weiß, er ist da irgendwo, probiere ihn zu sehen, zack, und wieder ein Headshot. Da habe ich natürlich das Game abgebrochen, ich habe noch gelacht hier, ich sage, okay Junge, nice, gratuliere. Für dein Cheat habe ich ihm gesagt noch, hör auf, verkauf dein Cheat, play real, du nicht so scheiße, sonst wirst du nie besser, du wirst es nie schaffen können. Mein Bruder hat auch hier zugeguckt. Leute, unglaublich. Jetzt wähle ich ihn aus, er schreibt mir noch was hier, dass er kein Cheater ist. Er sieht mich auf Twitch, ich bin noch am Zusehen. Er schreibt, er hat was geschrieben, jetzt sage ich euch hier, was er geschrieben hat. Ja, das ist unglaublich, Leute. Ich schwöre. Guckt euch das an. Jetzt mache ich den Chat auf. Voila, schiebt er noch. Er schwört auf Gott, dass er nicht cheatet. Junge, Junge, Junge. Ist ja nicht normal, man. Ich habe kein Aimbot. Ich schwöre, voila. Ich habe in jedem Game... Aim in jedem Game. Aber ich bin in egal welchem Game gut. Ich habe kein Faceit. Ich verkaufe gerade all meine Skins aus Rust, damit ich mir Prime holen kann. Ha ha ha. Junge, du willst gar kein Prime. Mein Handy ist aber Schrott. So ein Dreck, Junge. Was brauchst du ein Handy, Mann? Ich habe ihn gefragt, kannst du Faceit runterladen? Nee, mein Handy ist Schrott. Deshalb kann ich auch keine Telefonnummer bei meinem Stream schneller. Steam, aha. Ja, solche Ausreden, Leute. Das ist unglaublich. Der ist schon verzweifelt, der Junge. Er weiß ganz genau, dass er lügt. So, und zuletzt gebe ich ihm einen Tipp, Junge, falls du das Video sehen solltest. Face Apollo. Verkauf dein scheiß Cheat, also lösch dein Cheat, besser gesagt. Und dann übe jeden Tag so 2-3 Stunden. Dann guckst du nochmal irgendwie in einem halben Jahr, bist du wirklich gut. Aber nicht mit so einem Scheiß, Junge. Was willst du mit Cheats, Mann? Das doch, du versaust das Spiel. Okay? Also, Leute. Vielen Dank für das Zusehen von dem Video. CSGO Cheating Live. Wieso macht ihr das? Ich habe mir wirklich gefragt, ey, wieso machen so Leute Cheats rein? Okay, zum ein bisschen austesten einmal oder so. Vielleicht hat er das auch einmal gemacht. Aber der hat 120 Stunden, glaubt mir, Leute. Er wollte besser werden, hat es nicht geschafft. Gut sei, geht das nicht, man muss üben, täglich. Dann hat er es aufgegeben und holt sich einen Cheat. Das machen die meisten so, ich kenne das. Also ich kenne das. Ich kann mir das vorstellen, dass es so abläuft. Ich habe auch auf YouTube so viele Videos zugeschaut. Von Leuten, die das machen. Ja, schnell besser werden im CSGO. Dann ist es Cheat. Ja. Also Leute, haut rein, besucht mich auf Twitch. Love Davito gibt einen auf Twitch und dann besucht mich auf Twitch. Ich bin ab 19 Uhr unter der Woche jeden Abend am Streamen und meine YouTube kommen jeden dritten Tag auf YouTube. Verfolgt mich auf YouTube, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal. Bye bye, Leute.